Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Meet Your Mess. Genau, ich habe jetzt auch hier die Pepsi-Dose gerade nochmal gefunden, die brauchen wir tatsächlich. Hab auch gerade noch einen Schluck Pepsi vor der Aufnahme genommen. Die Stimme sich mal langsam wieder an die Aufnahmesessions gewöhnt. Bernard, du bleibst, sag ich mal... Obwohl, nee, wir holen erstmal Dave raus, würde ich sagen. Dann gehst du mal da rein. Dann kann Jeff auch schon mal den Werkzeugkasten abgeben. Und ich glaube, ja. Ich glaube, Jeff bleibt dann auch tatsächlich erstmal hier unten. Dann darf Jeff klingeln und Bernard darf sich dann bei Ed reinschleichen, das Paket klauen und den Hamster. Okay, dann Austauschsache. Du kriegst... die Schallplatte. Den Werkzeugkoffer. Schlüssel brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Geld auch noch nicht. Farbentferner kannst du noch nehmen. Noch die Pepsi-Dose. So. Wo gab es die Kassette eigentlich nochmal? Na, wir können tatsächlich nichts mit der Maus anfangen. They make for a cool decoration. So, dann einmal nach oben, bitte. Nee, Quatsch, wir brauchen den Farbentferner später. Ah, genau. In der Bibliothek war die Kassette. Können wir wirklich machen. Beziehungsweise Jeff... Stimmt, die war da hinten. Ich erinnere mich jetzt. Kannst du gerade mal holen? Gut, auch hier war das Licht ja erstmal aus. Staircase out of order. I don't understand a single word. It seems to be written in Greek or something. The pictures depict a goblet and a box. Okay, das ist, glaube ich, neu. This panel looks loose. Okay, dann lass uns mal schauen. Genau, hallo Kassette. So, kommst du eigentlich jetzt nach oben? Nee, immer noch nicht. Okay. Staircase out of order. Gut, gut. So, dann... Ja, warte du mal kurz, dann kann Bernard schon mal hoch Richtung Zimmer gehen. Obwohl, du kannst dich mal gerade bei der Pflanze noch reinschauen, denke ich. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Fällt mir ein, ich habe immer noch nicht der kleine Horrorladen gesehen.
Okay. Hübsch, hübsch hier. In the corner it says, not pictured, Harry the Fly. Ah, ja, okay. Die Fliege. Mhm. I'll bet Santa's crossed this place off his route. Ja, wahrscheinlich dann die Schreibmaschine noch. So, dann benutzen wir mal den Farbentferner hier. Used. I can't use it. Stimmt, wir brauchen den, den Pinsel noch. So. Ein bisschen Pepsi. Okay, ja, da müssen wir nochmal runter zu Jeff. Aber dann, genau, lass uns doch mal kurz hier rüber gehen in das, oder warte mal, hier müsste Ed drin gewesen sein. Ich weiß nicht, war Edna hier drin und Ed nebendran oder andersrum? Ja, wir fänden es raus. Wir finden das raus. Wir klingeln mal. Und dann schauen wir mal, was sich so entwickelt. So, der Herr. Dann nutzen wir die Türklingel. Oh, the doorbell. I wonder who it is. So, dann kurz warten, bis du auch die den Flur gewechselt hast. Jeff wird dann nur noch einen Anschluss kriegen. Okay, ist doch dann. Okay, ja. Habe ich es eigentlich noch richtig in Erinnerung gehabt. Dass du den Raum hast und Edna halt den nebendran. So, hallo Hamster, komm mal gerade mit. Schlüsselkarte kann noch mit. Das Paket kann noch mit. The package is opened. Can't you read the sign? No, get out of here! So, mal mitnehmen, bitte. Some uncancelled stamps came off. Gut. Mehr brauchen wir nicht. Und dann jetzt schnell nochmal weg. Bevor hier jemand Verdacht schöpft. Gut, damit wären wir wieder in Sicherheit. So, der arme Jeff hat jetzt hier seinen Anschiss noch kassiert. Aber dann können wir uns jetzt endlich mal dran machen und Dave befreien. Komm du mal mit nach oben. Dann legen wir jetzt hier die Kassette ein. So, Kassette war da. Zack. Okay. Damit hast du dann deinen Teil erfüllt fürs Erste. Ich glaube, zwischendurch geht Edna nochmal runter, wenn mich nicht alles täuscht, um nach ihrem Mann zu sehen. Aber das hat ja auch alles noch Zeit. Und wenn, können wir, glaube ich, noch mehr oder weniger rechtzeitig dann entkommen. Ja, also ja, hier sehe ich jetzt mit dem Ding etwas unangenehm runterzugehen. Weil halt das Interface so viel von der Treppe verdeckt. Aber gut, gewöhne ich mich dran. Wird passen. Das stimmt, genau. Die Edisons waren ja auch immer so ordentlich und haben immer hinter sich die Tür zugemacht. Wir natürlich nicht.
So, wie war das jetzt? Achso, wir haben den Hamster. Look at that furry dude. Mhm. Nee, Quatsch, dich wollte ich nicht. Ich wollte Jeff und Jeff kann da mal den Pinsel abgeben. Der kann du voll den Pinsel abgeben. Wo ist denn der Pinsel? Ah ne, oder wolltest du den Pinsel nicht einstecken? Du wolltest, glaube ich, den Pinsel nicht einstecken. Mhm, okay. Ach, wir hätten die Radioröhre noch reparieren können, fällt mir gerade ein. Aber das sollte passen. So. I can't take it. Warum? It can't be used. I don't want to take those with me. It's a touch too creepy for my liking. I don't want to take it with me. It's everything I don't want in an inventory item. I feel safe in predicting that I won't need any Sarah paint in my future ventures. Okay, dann müssen wir einfach das Ding an die Wand klatschen. Aber gut, dann okay, kümmere ich mich später drum. Bleiben wir bei den Sachen, von denen ich weiß, wie sie funktionieren. Oder noch weiß, wie sie funktionieren. Gut. Dann erstmal Kassettenrekorder anschalten. Okay, it's recording. Dann Grammophon. Sehr cool. I stopped the recording. Cool. I'm not carrying that around. Ich will auch die Kassette. Danke. Gut, weißt du was, Chef? Dann kannst du dich mal um die Kassette kümmern. Und Bernard geht wieder nach oben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Genau, und dann packen wir die Radioröhre erstmal weg. Dass wir das Funkgerät wieder zum Laufen kriegen. So, einmal. Zweimal. Mhm. Gut, das funktioniert. Brauchen wir dich gerade im Moment? Ich glaube nicht. Bleib mal da. I'll use them by climbing them. Ist okay. Ah gut, du kannst aber, du musst jetzt ja auch eh gleich wieder nach unten, Bernard, um die Geheimtür zu öffnen. Okay, dann Kassette bitte. Und Feuer frei. Yikes, not what I expected. Okay, aber glaube ich auch neu, dass die Dings dann hier kaputt geht. Also das Licht halt, was natürlich auch Sinn macht. Okay, dann versuche ich gerade noch einmal kurz den Farbentferner an die Wand zu klatschen.
Yep. Benutze Farbfilter. It can't be used. It can't be used. That's not how paint is removed. There are special chemicals for that. Yeah, yeah. Okay, wieso funktioniert das nicht? I can't use it. Okay. Auch was für später. Ist in Ordnung. Dann lass uns mal nach unten gehen. Und jetzt endlich mal nach 3 Folgen Dave befreien. Ja, direkt heldenhaft in das Anwesen reingestürmt ist und direkt gefangen genommen wurde. Richtig viel gemacht. Aber gut, auch... Ja. Es kann natürlich auch sein, dass es im Original auch schon so war, dass Edna halt in dem Raum dann geblieben ist. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke... Perhaps I can move it. Ah, oh, stimmt, genau. Das ging ja nur mit drücken. Ich will benutzen. Gut, und du kannst dann jetzt mal nach unten und deinen armen Freund wieder befreien. Aber ja, bisher, muss ich zugeben, habe ich noch nichts großartig gefunden, was halt für Jeff spezifisch ist. Vielleicht kommt das halt später dann noch. Geht noch mal irgendjemand zum Kühlschrank? Ich weiß es nicht. Gut, du darfst dann gleich raus. Jeff ist gerade hier unser Schlüsselmeister. So, free at last. Mein guter, free at last. Hast du irgendwas Sinnvolles? Nee, ich glaube, wir nutzen dann auch erstmal die... Oder wenn, dann die richtigen... Batterien. Das heißt, du gehst mal raus zum Pool. Ja, genau. Ich kurz überlegt, wir müssen den Kernreaktor abschalten, damit das Poolwasser zur Kühlung verwendet wird. Gut, gut. Dann passt das. Okay, ja, das kannst du dann, glaube ich, auch tatsächlich mal machen. Jeff, du kannst den Kernreaktor mal abschalten. I wouldn't be caught dead meddling with that. Oder war das einfach die... Ah ne, das war Sicherung abstellen. Das war's, glaube ich, ne? Ja, jetzt haben wir erstmal kein Licht. Mussten wir warten? Oder, naja, das war doch der kleine Reaktor, oder?
Einmal highlighten, bitte. Ah. Ah, Geheimtür. This is a secret door. Die ist neu. It doesn't seem to be possible to open this door from this side. Nothing wrong with clean energy. Ja, da geht's dann wieder hoch. I wouldn't be caught dead meddling with that. Absolutely not. I'm not touching that. Okay. Period. Ja, dann muss ich wahrscheinlich zur nächsten Folge nochmal kurz in mich gehen und überlegen, wie wir das. Na gut, ich stimmt, wir hatten, glaube ich, hier unten noch Möglichkeiten. Es gab doch noch einen Schwamm. Gut, machen wir später. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.